alleine heute. Ich bin zusammen mit René. Genau, hi. Und mit Marco hier, zwei Zuschauer. Ja, ich glaube, das sieht super aus. Oh. Ich hab'n. Ne. Ja. Mega. Leute, wir haben Wildschwein bei uns im Lager. Willst du mal den Kescher mal durchziehen und mal sehen, was da vielleicht noch unter der Seerose ist? Mal jetzt, wo gerade das Licht aus war, ist hier wieder alles voll. Also, wir haben hier noch was wir unbedingt ausprobieren wollen, und zwar zwei Handys von Doogee. Das ist einmal das S110, das hat eine super Nachtsichtkamera, und das V31 GT, das hat eine Nachtsichtkamera und eine Wärmebildkamera. Das ist von dir aus recht. Ja. Das ist ein Bildschirm. Mach das mit dem Bildschirm da aus. Da läuft das. Man hört sogar, gell? Das ist ein Wildschwein. Leute, wir haben ein Wildschwein gesichtet. Das kommt jetzt auf uns zu. Da ist es. Oh, ist das ein Wildschwein? Das ist ein Wildschwein, oder? Siehst du das mit der Nachtsichtkamera? Ja. Ja. Ist safe ein Wildschwein, auf jeden Fall. Krass. Krass, Mann. Oh, Matt. Wie geil ist das denn? Wie weit war das jetzt weg? 10 Meter? Ihr habt gerade selbst gesehen auf der Wärmebildkamera. Ein Wildschwein 10 Meter vor uns hier gerade über die Straße gelaufen. Ey. Hammer. Wahnsinn, wir haben es gefilmt. Ja, wir haben es gefilmt. Wahnsinn, also das Handy ist der Knaller, ey. Ohne Scheiß, also ein Handy mit Wärmebildkamera kann ich jedem empfehlen, ey. Das ist der Wahnsinn. Macht mega Bock. Ja. Das Preis-Leistungs-Verhältnis top. Ja, ich blende euch den Preis mal ein. Und guck mal weiter, wenn wir noch mehr finden. Ja, Freunde, ich muss mich jetzt mal aus dem Schnitt melden, bevor es richtig losgeht mit dem Video. Erstmal sorry, dass ich das Ganze so nach hinten rausgezögert habe, aber ich komme eben gerade, also ich bin wirklich gerade die Tür rein, komme ich von dem Termin, den ich noch hatte mit dem Obst- und Gemüseverein von Gladbach, die jetzt verantwortlich für das Biotop sind. Da haben wir gerade noch ein Interview gedreht und es gibt super Neuigkeiten. Also die Videoreihe, was wir da gemacht haben, hat zwar nicht so viel Aufmerksamkeit im Netz gebracht, aber hat genau den Punkt getroffen, wo es hin sollte. Und es gibt ein Happy End auf jeden Fall für das ganze Biotop. Deswegen schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Da kriegt ihr nochmal alle Infos, wie es damit jetzt weitergeht. Für diejenigen, die sich den Rest jetzt nicht noch mit angucken wollen, wie wir da im Wald rumgeirrt sind und Wildschweine gesucht haben, schaut mal da unten, da sind Timestamps hinterlegt. Da kommt ihr direkt zu der Stelle, wo es um die Neuigkeiten gibt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video komplett schaut, das Video vielleicht auch bewertet, den Kanal abonniert, Glocke aktiviert, ihr wisst ja Bescheid. Und ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall an der Stelle, wo wir jetzt gerade aufgehört haben mit dem Video, wo ich mich gerade eingeklinkt habe, aufgehört da oben zu filmen und ja, sind nochmal runter zu der Kamera, die wir am Abend aufgehängt haben. Also wir haben ja eine Kamera an der Stelle aufgehängt, wo wir die ganzen Wildschweinspuren gesehen haben, und da sind wir nochmal hingegangen, um zu checken, ja, was da jetzt Sache ist. Damit geht es jetzt weiter. Und wie gesagt, bis zum Ende dranbleiben. So, Freunde, wir laufen jetzt nochmal zurück. Ich hoffe, ihr seht irgendwas. In Richtung Lager. Das Zelt ist zu. Jetzt laufen wir den Weg. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Also da komplett einmal durch. An diesem Bach hier unten entlang. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nehmen wir schon mal gerade mit. Ich hoffe, dass der Ton einigermaßen okay ist von der Kamera hier. Da unten läuft der Bach lang. Da können wir gleich auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht irgendwelche Feuersalamander oder sowas sehen. Aber wir laufen jetzt erstmal dahinter, wo wir die Kamera für die Wildschweine platziert haben. Dann wollen wir mal zu dieser Futterhütte da hochlaufen. Ja. Da oben ist so eine Futterhütte. Ja. Laufen wir mal da hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da oben ist eine Futterhütte. Wo Futter ist, müssten doch eigentlich auch Tiere sein, oder?
So Freunde, bevor es jetzt gleich weitergeht, kommen wir erstmal ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos oder zum Partner des heutigen Videos. Und dank denen haben wir hier im Wald auch Strom, ne? Ja, super. Und zwar Anker Solix F1200 Portable Power Station. Und gerade für jemanden wie mich, der viel in der Natur unterwegs ist und so Biotop-Videos filmt und sein ganzes Equipment immer dabei hat, das heißt Drohne, Kameras, Unterwasserkameras, meinetwegen noch LED-Leuchten für Unterwasser und so weiter und so fort. Das muss ab und zu mal geladen werden während so einem Drehtag. Und da eignet sich die F1200 von Anker Solix echt super. Die wiegt gerade mal 19 Kilo, man kann sie eigentlich überall mit hinnehmen, kann das Ganze innerhalb von einer Stunde am Hausnetz von 0 auf 80% laden. Oder ja, mit dem Autoadapter per Zigarettenanzünder, wenn man sowieso irgendwo hinfährt, einfach anstecken und man lädt das Teil. Oder man schließt sich ein faltbares Solarpanel an und lädt das Ganze während dem Drehtag einfach in der Sonne. Ja, die Anker Solix F1200 Portable Power Station hat 9 Ausgänge, das heißt USB-C mit einmal 60 Watt, einmal 100 Watt, dann USB-Anschlüsse und 2 Steckdosen, also Schuko-Steckdosen-Anschlüsse. Das heißt, ihr könnt eigentlich echt alles daran laden, was ihr wollt und was ihr braucht, gerade ja, für unterwegs. Ist auch super geeignet für Camping oder wenn man mal irgendwas outdoormäßig was macht oder auf Festivals fährt, um, keine Ahnung, Kaffeemaschine, Kühlschrank oder sonst irgendwas zu betreiben. Also vielseitig einsetzbar und echt ein super Produkt. Man hat hier vorne sogar noch so eine ambiente Leuchte. Das heißt, gerade wenn ich im Dunkeln am Film bin, ja, habe ich hier ein bisschen Licht und kann gucken, wo mein Equipment liegt. Kann ich mir alles schön davor legen, auch perfekt. Das, was ihr übrigens da seht, ist die Anker Power Station. Das ist nämlich auch geil an den Dingern. Die haben nämlich noch ein ambiente Licht. Das heißt, du findest die Dinger auch im Dunkeln wieder. Das ist Wahnsinn. Also das finde ich echt, echt positiv. Und der Akku hält, glaube ich, sehr, sehr lange. Wir sind jetzt den ganzen Tag schon hier. Ja, wir haben immer noch, keine Ahnung, 93% oder so. 93% noch. Wir sind den ganzen Tag hier und laden Kameras, Handys, Taschenlampen. Das ist unglaublich. Jetzt noch ein paar Fakten zu der Anker Solix F1200. Ja, in der Anker Solix F1200 ist die Infinity-Technologie verbaut. Das heißt, Anker Solix gibt euch eine 5 Jahre Garantie darauf. Man hat 3000 Ladezyklen garantiert. Das entspricht ungefähr 10 Jahre lang tägliche Nutzung. Das heißt, ihr habt echt lange was von dem Teil. Zudem ist das Ganze stoß- und UV-fest. Das heißt, auch gerade wenn ich draußen unterwegs bin, kann da nichts passieren, dass da irgendwie mal, keine Ahnung, wenn es umfällt, das kaputt geht oder sowas. Ja, schlagresistent und feuerresistent ist es auch. Und in dem super hellen Display sieht man natürlich sogar bei Sonneneinstrahlung, was gerade Sache ist, was gerade auflädt, wie viel Power man noch hat, wann man nachladen muss und so weiter und so fort. So, wenn ihr jetzt sagt, so eine Anker Solix ist sowas für euch, dann schaut mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu einer fetten Rabattaktion und könnt eine Menge Geld sparen. Und zwar bis zu 1200 Euro vom 30.10. bis 12.11.2023 bei den Flash Sales. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt unbedingt mal aus, wenn ihr eine Menge Kohle sparen wollt und euch auch so ein geiles Teil zulegen wollt. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wenn es regnet, können wir uns theoretisch hier unterstellen, gell? Ja. Da kannst du doch hier die Stute hinstellen. Ja. Das Ding ist, es ist Regen angesagt. So ab 2 Uhr zu 80% der Wahrscheinlichkeit. 80%iger Wahrscheinlichkeit. Das ist eigentlich eine ganz coole Nummer, dass wir uns hier unterstellen können, weil wir können das ganze Equipment noch nicht einpacken, wenn es dunkel ist. Ich denke auch, das ist eine super Idee, hier die Stühle hinzustellen. Ja. Sind wir mich wirklich gut geschützt. Ja, und dann chillen wir hier. Und warten auf die Wildschweine. Ja. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Aber jetzt gehen wir erstmal gucken, ob wir die Wildschweine vielleicht davon noch irgendwo sehen. Hä? Warte mal, wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen da runter, gell? Ja. Was ist das denn? Ein Maikäfer, oder? Ja. Krass. Das ist echt ein richtiger Maikäfer. Aber wir haben doch gar keinen Mai. Im November. Komm, ich halte hier mal fest. Der ist doch leicht. Der kommt bestimmt aus der Zukunft. Warum hast du eigentlich Maggi dabei? Warum liegt denn der Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Jawohl, eigentlich können wir es ja leaken, warum du Maggi dabei hast, oder? Oder ist das verboten? Nee. Also für diejenigen, die es nicht wissen, Maggi lockt Wildschweine an. Also Wildschweine, wir riechen ja nach Maggi. Und wir wollen jetzt versuchen anzulocken. Du hast ein neues Haustier, habe ich gerade gesehen. Ja. Ja. Mikey. Mikey, der Maikäfer. Okay. Gut. Habt ihr das gehört? War doch das, oder? Nö. Sicher? Achso, ja doch, doch. Ich war das. Ich hab auch gehört. Da, ich hab ein Auge. Wo? Da hinten. Da sind zwei leuchtende Augen gegangen. Nee, das, was du da gesehen hast, das sehe ich auch gerade leuchten. Das ist krass, das reflektiert. Ah. Ich hab erst gedacht, ein Fuchs oder sowas. Aber irgendwie
habe ich das Gefühl, dass die Kamera nicht wirklich funktioniert, oder? Jetzt weiß ich schon, warum diese blöde Lampe nicht mehr ausgeht. Ja, mit der Kamera hatten wir dann ein kleines Problem. Die Lampe ist irgendwie nicht mehr ausgegangen und ich konnte es auch nicht mehr steuern, weil die Kamera über WLAN funktioniert und der WLAN-Repeater irgendwie keine wirkliche Connection bekommen hat da mitten im Wald. Ja, wir haben dann auf jeden Fall die Kamera trotzdem nochmal angeschlossen auf gut Glück. René hat dann mit Maggi versucht, nochmal ein bisschen Wildschweine da vor die Kamera zu locken. Und ja, wir haben dann entschlossen, dass wir ja nochmal ein bisschen ringsrum auf die Suche gehen, ob wir irgendwas an Amphibien finden. Und das haben wir dann auch. Da war was. Da war was. Ey, guck mal, hier ist ein Frosch. Eine Kröte oder ne, Grasfrosch. Oh ja, das ist ein Laubfrosch. Ein Laubfrosch, ja. Cool, da haben wir wenigstens ein Amphibian gefunden. Sehr nice. Ich spiele nur mit dem Handy. Hält's mal kurz. Oh, hier stinkt jetzt voll nach Maggi. Ah, fuck, jetzt weg. Sorry. Also, Grasfrosch schon mal gesehen. Ja, der Frosch war dann das erste Erfolgserlebnis, was Amphibien angeht. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir den kompletten Bachlauf einfach jetzt nochmal zurücklaufen, also den Weg zurücklaufen, aber in den Bachlauf und dort nochmal genau nachschauen, ob wir da irgendwas an Amphibien finden oder irgendwelche Spuren von Amphibien. Das seht ihr jetzt hier. Also René und ich haben da wirklich alles umgedreht und ja, ausgeleuchtet, nachgeschaut, in den tieferen Stellen, in den flacheren Stellen unter Steinen, unter Baumstämmen und so weiter und so fort. Wir haben aber leider überhaupt nichts mehr gefunden, was sehr, sehr schade ist. Aber der Frosch, den wir da am Anfang eben gesehen haben, ist ein Indiz dafür, dass die Amphibien auf jeden Fall noch unterwegs sind und wir normalerweise, wenn da wirklich viele gewesen wären, auch welche hätten vor die Linse bekommen. Aber, ja, wie ihr da jetzt gesehen habt, leider haben wir da an der Stelle jetzt nichts mehr gefunden. Wir sind dann von dort aus nochmal mit den Wärmebildkameras und mit den Nachtsichtkameras nach oben gegangen und wollten nochmal eine Runde ums Lager rumlaufen und mal schauen, was da so ist. Ja, vorher sind wir aber nochmal zu einem anderen Tümpel gegangen, der komplett mit Entengrütze zu ist. Ich gucke jetzt gerade, weil hier ja keine Goldfische drin sind, ob wir hier vielleicht die Chance haben, dass wir am Rand irgendwelche Salamanderlarven oder irgendwas finden. Weil hier ist die Chance eigentlich am größten, dass wir sowas finden könnten. Ja. Wobei das halt auch Biotop ist, das halt im Sommer, im Hochsommer wahrscheinlich komplett austrocknet. Was aber allerdings auch nicht so schlimm ist, weil die adulten Tiere, beziehungsweise die jungen Tiere, ja dann von hier auch darüber wandern können in das andere Biotop. Aber hier sieht es genauso schlecht aus. Also normalerweise, wie ich schon gesagt habe, wäre hier am Rand so ziemlich alles voll mit Larven oder wenigstens Jungtieren. Aber hier ist halt auch echt, da ist gar nichts drin, überhaupt nichts, außer Backflohkrebse. Und das war's. Posthornschnecken. Ja, da ist nichts. Komplett tote Hose. Also vielleicht lieber einmal außen rum, noch einmal gucken. Ja, ich guck mal hier unter den Stein, aber... Nee. Überhaupt nicht. Boah, hier ist richtig matt. Boah, heute gibt's noch. Ich hätte so gern mal einen Feuersalamander in der Natur gesehen. Ich habe noch nie einen in der Natur gesehen. Nur gezüchtet, aber ja, geht wohl nichts. Wir haben jetzt so einen kleinen Tümpel. Was heißt Tümpel? Eine kleine Pfütze. Und ich habe hier letztes Mal schon mal geguckt, ob ich hier Triopse drin finde. Aber es sieht leider nicht so aus, als wären hier welche drin. Was aber drin ist, sind irgendwelche Insektenlarven auf jeden Fall. Aber leider keine Triopse. Das wäre halt echt mega. Wir können mal unter den Ästen gucken. Vielleicht sitzt jetzt sonst irgendwas drunter. Leider auch nicht. Schade, schade, schade. Ist ja halt auch hier so ein Platz, wo sich eigentlich ja, Feuersalamander aufhalten würden. In der Regel. Oder jedenfalls Molche oder Frösche oder irgendwas. Was wir auch nicht gesehen haben, sind Ringelnattern oder sowas, ne? Also nee. Gar nichts. Wobei das hier eigentlich ein Paradies für die wäre. Oder für Würfelnattern, ja? Weil ja, wir haben so nur einen Frosch die ganze Zeit gesehen. Ja. Ja. Ein Grasfrosch. So, das heißt, normalerweise müsste so ein Tümpel hier so laut sein und so rumquaken. Ja. Und das ist nicht die falsche Jahreszeit. Die Frösche und so sind eigentlich noch aktiv jetzt um die Jahreszeit. Gerade an so einem Tag wie jetzt gestern bzw. heute, wo es halt nochmal echt so warm ist. Das, ja, ist blöd. Ist echt blöd. Naja, da schütten wir nicht noch ein paar Wildschweine.
Ja, wir sind dann noch so ein bisschen weiter im Wald rumgelaufen und ja, ich würde sagen, ich fasse das Ganze mal so ein bisschen zusammen, weil es ist zwar sehr, sehr viel passiert, aber auch sehr, sehr viel unnützes Zeug. Eins meiner Highlights war auf jeden Fall, dass ich dachte, es wäre ein Wildschwein im Lager. So, ihr seht mich jetzt gerade nicht, aber ihr seht ihn und die Nachtsichtkamera. Der Plan ist jetzt, wir gehen jetzt auf der anderen Seite entlang. Also gegenüber vom Lager vom Biotop und laufen mal da lang und schauen mal, ob wir von der anderen Seite die Wildschweine jetzt sehen. Und wir laufen hier wirklich im Stockdunkel. Ich mach mal kurz aus. Ihr seht hier halt überhaupt nichts. Also wir sehen genauso viele wie ihr. Wir sind nur durch die Wärmebildkamera von den Handys was. Leute, wir haben Wildschweine bei uns im Lager. Ich leuchte euch mal ganz kurz hin. Ich filme euch mal ganz kurz hin, wo wir gerade stehen. Leuchten richtig. Ja, löscht mal. Wir stehen genau gegenüber von unserem Lager und da ist irgendwas direkt. Da oben. Wo? Mach mal aus, dann können wir wieder besser filmen. Mach mal Lampe aus. Oder ist das. Ist das das Zelt? Das Zelt ist doch hier. Das Zelt ist doch da. Ja, aber was leuchtet denn da? Nee. Nee, da. Das ist der Ameisenhaufen, Mann. Nein. Das ist der Ameisenhaufen, der da leuchtet. Der gibt ja auch Wärme ab. Ach, hör auf. Ja, das ist der an dem Baum, der Ameisenhaufen. Krass, okay. Aber geil. Ich dachte gerade echt, ey, wir haben Wildschwein im Lager. Ey, da gehen wir gleich mal hin und filmen den Ameisenhaufen. Das kann doch gar nicht sein, dass er so... Ja doch, die Dinger sind ja Wahnsinn, isolierend. Wahnsinn, Digga. Was für eine Kamera. Guck mal, hier ist nämlich der nächste Ameisenhaufen. Passt mal auf. Hier ist der nächste Ameisenhaufen. Das sieht aus, wie als würde das hier brennen. Boah, was? Ja, das ist ein Ameisenhaufen. Geil. Leute, schaut euch das mal an. Wir stehen jetzt hier vor dem Ameisenhaufen und guckt euch das mal in der Wärmebildkamera an. Ich blende euch mal das Bild ein. Richtig heftig. Wir haben halt gerade gedacht, weil wir genau gegenüber vom Lager stehen, dass da hinten ein Wildschwein bei uns im Lager ist. Oder da, ja. Aber es war der andere Ameisenhaufen, der da bei uns am Lager steht. Krass, ey, wie das aussieht. Vor allem wie so ein Schornstein hier oben noch, gell? Stimmt. Richtig weird, ey. Und selbst der leuchtet noch zum Teil. Ja. Also seht ihr mal, was da eine Wärme drin ist und was die da halt wirklich fabrizieren. Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, den Rest kann ich euch eigentlich ersparen. Vor allem, weil an der Kamera, mit der wir gefilmt haben, war irgendwas locker. Das hat die ganze Zeit komische Geräusche gemacht. Also Freunde, wir haben jetzt gerade beschlossen. Wir sitzen jetzt hier gerade mitten im Wald auf der Bank. Und ja, gucken einfach mal, ob wir irgendwas sehen. Nee, macht ein paar Selfies. Ich habe eine Sonnenbrille an. Ja, Mann. Wir warten jetzt einfach mal, ob hier irgendwas passiert. Sorry, dass wir euch nicht so geilen Content bieten können, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend genug, oder? Ich mein, es macht Bock, es macht mega Bock. Also uns macht es auf jeden Fall Bock. Ob es euch auch Bock macht, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und es ist auch nicht wirklich viel Spannendes passiert. Also wir waren noch mal kurz auf dem Hochsitz. So, Freunde, ich habe jetzt eine Idee. Und zwar ist hier der Hochsitz. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Wenn nicht, seht ihr ihn jetzt wahrscheinlich hier. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal da hoch und gucken mal von da oben mit der Wärmebildkamera, ob wir da was sehen. Haben da so ein bisschen gefilmt, das habt ihr vielleicht in den Insta-Stories gesehen, die wir von dem Tag da gepostet haben. Aber ja, viel ist da nicht mehr passiert. Also sind wir wieder zurück zum Lager gelaufen, weil das Wetter hat auch so langsam angefangen, ungemütlich zu werden. Es hat ein bisschen gestürmt, hat leicht angefangen zu nieseln, deswegen sind wir erstmal zurück zum Lager. Ja, beim Zurücklaufen ist dann noch eine Sache passiert, so, ja... Gegenüber vom Lager, also auf der anderen Seite vom Biotop, haben wir dann durch die Wärmebildkamera gesehen, dass irgendwas bei uns im Lager ist und ja, bei mir am Zelt sich da irgendwie zu schaffen macht. Das ist Zelt. Das ist Zelt. Leute, wir sind jetzt hier gerade genau gegenüber. Genau da ist unser Zelt. Das ist ein Fuchs. Seht ihr das? Ja. Der Fuchs ist das? Deine Kamera. Das ist ein Fuchs. Irgendwas ist das. 100% ist das ein Fuchs. Der ist jetzt in deinem Waschbär. Oder ein Dachs. Ist hier schnell. Alter. Er hat uns gehört. Da haben wir da hinten jetzt noch was. Das könnte eventuell... Nee, das ist auch nicht das Zelt. Das bewegt sich auch. Das Zelt leuchtet nicht. Das haben wir vorhin schon von oben gesehen. Ja, da ist auch irgendwas. Das bewegt sich doch. Ja. Ja, oh. Da guck mal. Das sieht auch aus wie Fuchs, Marder. Das ist weg. Krass. Da ist noch was. Das da hinten war eben auch was. Das ist nicht der Ameisenbau. So. Das bewegt sich auch. Und da hinten links hier ist auch was. Seht ihr das? Ja. Das könnte ein Wildschwein sein. Das ist größer. Ja.
Vorne, wir haben gerade von der anderen Seite gesehen, dass wir hier im Lager hatten. Da ist irgendwas weggerannt auf jeden Fall. Und ich weiß, ich habe noch Snickers bei mir am Zelt. Ich muss mal gucken, ob die da irgendwas gefressen haben. Das hat ausgesehen wie ein Dachs oder Marder oder Fuchs oder weiß der Geier was. Ja, ich bin dann zurück zum Zelt gelaufen, um zu gucken, ob meine Snickers noch da sind. Die waren noch da. Es war auch irgendwie keine Spuren von irgendwelchen Tieren da. Also, ja, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Aber auf jeden Fall waren sie nicht am oder im Zelt. Das war schon mal gut. Ja, dann bin ich noch mal kurz ans Biotop gelaufen, um zu schauen, wie es da jetzt aussieht, weil es hat ja angefangen zu regnen. So, Freunde, ich bin jetzt noch mal im Wasser. Ja, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Verdammt. Ja, es fängt an zu regnen. Ja, und dann haben wir uns erstmal bei uns ins Lager gechillt und haben erstmal ein bisschen abgewartet, weil da sind wir geschützt gewesen von den Blättern und ja, das war aber auch keine so gute Idee. Also Leute, wir haben gerade festgestellt, das ist eine scheiß Idee hier zu sitzen, weil bei meinen Füßen ist gerade Ameisenparty. Es regnet draußen. Seht ihr es? Ich glaube, ihr seht es, oder? Da, alles voll. Die krabbeln mir in die Hose rein, in die Schuhe rein, in den Schlüpper rein, in die Ritze rein. Überall krabbeln sie hin und legen ihre Eier. Haut ab jetzt, weg. Geht doch mal schlafen jetzt, Mann. Ist schon viel zu spät, ey. Die krabbeln hier überall rum. Guck mal hier. Den ganzen Vorhang. Ich glaube, wir werden aufgefressen von denen heute noch. Guck mal, was das für Riesenviecher sind. Ja. Ja, wir haben dann ungefähr eine Stunde lang unter unserem, ja, Regenschutz gesessen und haben gewartet, haben uns ein bisschen unterhalten, wurden währenddessen von den ganzen Ameisen massakriert und halb aufgefressen. Aber ja, dann hat es auf einmal aufgehört zu regnen und es wurde wieder komplett warm. Also keine Ahnung, was da los war mit dem Wetter, ja, aber es ist wie, als hätte jemand die Heizung angeschaltet. Und ja, somit konnten wir dann noch ein bisschen weiterfilmen. Hey Leute, das ist echt der Wahnsinn, gell? Wir haben 3 Uhr nachts und es kommt mir gerade vor, als hätten wir hier, keine Ahnung, irgendwie gefühlt gerade 30 Grad. Wir haben, Bildkamera funktioniert nicht mehr. Aber es ist mega warm. Also, ja, also was heißt, Wärmebildkamera funktioniert nicht mehr, die funktioniert schon noch, aber die zeigt einfach nur noch warm an, ja, weil es hier echt heiß ist gerade. Jetzt hier unten ist es kalt, dann war es hier mittel. Und jetzt guck mal, Leute, wenn ich jetzt nach oben gehe. Krass. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Wie warm das da oben ist. Kurios, kurios. Aber egal, wir gehen jetzt nochmal an das Biotop und checken nochmal. Nee, du wolltest nochmal ins Wasser, ne? Ich wollte nochmal gucken, genau, was da jetzt abgeht. Genau. Im Wasser, am Wasser und ja. Ja, so machen wir das. Ich bin gespannt. Ja. So, Freunde, wir sind jetzt nochmal am Biotop. Nachts um kurz nach 3. Ja, einiges an Fischen. Die sie jetzt gerade abhauen. Und voll die riesen Mücken, ey. Guck mal, wieder ein Goldfisch. Ich hoffe, ihr seht ihn. Da seid ihr endlich. Ja, das braucht ja ewig beim Umziehen. Müsst ihr umziehen, braucht ihr Licht, weil das ist ja stockendunkel. Ja, René ist dann auch noch mal ganz kurz aufs Wasser. Oder das heißt ganz kurz, so eine halbe, dreiviertel Stunde ist er noch mal über das Biotop geschippert, hat versucht, die Fische noch mal mit Futter anzulocken. Ja, was aber leider auch nicht geklappt hat. Das Einzige, was er gesehen hat, das hört ihr jetzt hier. Ich habe nichts gesehen außer Moralieschen. Wie ich schon sagte, Goldfische leider gar nichts. Ja, die siehst du nur hier am Rand, die schlafen. Genau, die kleinen. Wenn hier keine Goldfische drin wäre, wäre das ein richtig geiles Biotop. Richtig geiles Biotop, ja. Genau. Wir haben hier so schöne Biotope in Deutschland und dann wird es durch Unwissenheit oder durch Mutwilligkeit einfach, ja, zerstört. Echt schade. Vielleicht auch unbewusst, aber... Ja, ich glaube, da hat man sich gar nichts bei gedacht. Man hat gedacht, okay, Biotop, Goldfische, Teich, kann ich aussetzen, wunderbar. Aber wir sind jetzt hier überall rumgelaufen. Seit Stunden laufen wir hier überall rum und versuchen hier irgendwelche Molche oder anderen Amphibien zu finden. Und es gibt einfach nichts, ja, weil der ganze Laich weggefressen wurde. Also Leute, bitte, bitte, wenn ihr was habt an Fischen, es gibt genug Möglichkeiten bei Facebook, eBay Kleinanzeigen, für kleines Geld, für eine Schutzgebühr eure Fische abzugeben und die bitte nicht einfach auszusetzen. Wenn ihr irgendwelche Fische habt und ihr wisst nicht, wohin damit, könnt ihr auch sicherlich auch dem Sascha auch schreiben. Ja, der genau. Ist sicherlich behilflich, die Fische irgendwo unterzubringen. Ja, also probiert's, Leute. Nicht einfach irgendwo aussetzen. Genau, sonst passiert sowas hier, was halt echt wirklich, wirklich traurig ist und schade ist. Vielleicht können wir hier irgendwas machen, um das Ganze hier vielleicht nochmal zu retten oder so.
Ja. Da werden jetzt im Nachhinein auf jeden Fall nochmal Gespräche stattfinden und ja, Ideen ausgetauscht werden. Ja, die Gespräche haben stattgefunden, habe ich euch ja schon am Anfang des Videos gesagt. Ich nehme das hier jetzt gerade auf, kurz nachdem ich von dem Gespräch kam. Das seht ihr auf jeden Fall jetzt noch am Ende vom Video. Zu dem Video jetzt, also den Rest der Nacht ist eigentlich nicht mehr wirklich viel passiert. Es ist dann nochmal wieder Sturm aufgezogen, es hat angefangen zu regnen, also es war ziemlich ungemütlich. Und ja, wir haben dann nachts eigentlich nur noch uns unterhalten und haben nichts mehr großartig gemacht, weil das Wetter einfach nicht mehr so dolle war. Und es war auch ziemlich gefährlich, sich im Wald aufzuhalten. Durch den Wind sind nämlich auch Äste runtergekommen. Seht ihr jetzt gleich nochmal in den Aufnahmen. Und ja, wie gesagt, den Rest seht ihr jetzt nochmal ganz kurz. Und dann kommen wir auch schon zum Happy End. Es ist Wind aufgezogen, deswegen haben wir uns mal so ein bisschen aus dem dichten Wald verkrümelt und haben uns da oben jetzt hingestellt, wo die Autos sind. Essen noch ein bisschen was. Warte, ich zeig's euch mal. Essen noch ein bisschen was. Mitternachtssnack oder Frühstück eher. Und ja, warte mal, vielleicht sieht man es jetzt nochmal. Es scheint zu schneien, ne? Es scheint zu schneien. Dann sieht man das. Aber das ist der Grund, warum wir jetzt hier gerade uns ein bisschen außerhalb von dem Wald begeben haben. Durch den Sturm fallen auch Äste runter und ich habe keinen Bock auf eine Platzwunde. Ich glaube, ihr auch nicht, ne? Nee. Ah, sieht schon cool aus, ey. Sieht aus, als würde es schneien. Heftig. Heftig, heftig. So, jetzt wird erstmal ein bisschen was schnabuliert. Da ist auch ein Blatt. Und dann geht's weiter. So, also die Nacht über ist jetzt nicht mehr wirklich was passiert. Deswegen, ja, wir haben einfach nur noch gequatscht und ja, das war's eigentlich. So, Freunde. Wir haben jetzt kurz vor 9 oder so. Genau. Gerade jetzt fängt es auch an zu regnen. Also ihr seht es gerade. Das Wetter hat super durchgehalten. Ja, unser Endfazit, wir sind ziemlich durch, glaube ich. Ich glaube auch. Was wir vielleicht zu der ganzen Sache sagen sollen. Also für mich war es mehr oder weniger so ein kleiner Kindheitstraum, mal sowas zu machen. Hat echt super Spaß gemacht. Leider mit der traurigen Erkenntnis, dass ja das Biotop amphibienmäßig mehr oder weniger tot ist. Aber wir sind schon in Gesprächen mit dem Bürgermeister, mit dem Herrn Bayer. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal für das Frühstück und der warme generell, Kaffee. Ja, für den Kaffee. Dass wir da vielleicht irgendwas unternehmen werden. Da werden wir jetzt in nächster Zeit mal Gespräche führen. Aber alles in allem war es echt cool, hat richtig Spaß gemacht, auch mit euch beiden. Danke. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir dabei sein durften. Ne? Immer gerne wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, und ich denke mal, wir werden jetzt langsam ins Bett gehen. Und ist auf alle Fälle. 24 Stunden war wirklich hart. Ja, jetzt fängt es echt jetzt, jetzt fängt es an zu pissen, also, aber richtig. Also wir jetzt zeigt das nochmal hier, jetzt geht es nämlich richtig ab hier. Ey, wie auf Kommando, ohne Witz, fängt es jetzt an zu regnen. Es hat das die ganze Nacht durchgehalten. Ja, ich würde sagen, wir packen jetzt mal unsere Sachen hier zusammen, weil wir haben noch einiges zum Einpacken und dann fahren wir nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao. So, und wie am Anfang vom Video versprochen, hat sich was getan jetzt in den Wochen. Wir haben jetzt 3 Wochen, glaube ich, her, seit wir das Video gedreht haben. Und ja, stell dich doch am besten mal selber vor. Machen wir es doch einfach so. Wer bist du denn? Ich bin die Jacqueline, ich bin der Vorstand vom Obst- und Gartenbauverein und wir sind die Betreuer von dem Biotop hier oben. Okay, und ja, ihr versucht irgendwie schon länger jetzt hier das Ganze in Angriff zu nehmen und zu retten, also die invasiven Arten hier rauszubekommen, ne? Ja, wir sind momentan schon ein bisschen länger da dran. Das Problem ist, dass es mit einfach rausholen nicht gemacht ist, dass wir halt ziemlich viel Bürokratie mit hinten dran hängen haben, die wir vorher nicht gedacht haben, dass sich in den Weg stellen könnte. Okay, ja, aber jetzt, dank des Videos, ne, ist das jetzt so ein bisschen in Wallung gekommen und wird jetzt hier auch angegangen. Es gibt ja ein paar kleine Probleme hier, die wir gar nicht vorher wussten, bevor wir das Video überhaupt angefangen haben. Ich habe mich auch vorher nicht wirklich erkundigt. Ja, ich wusste, dass hier ein Biotop ist und das war es mit den Sturmschäden und so. Das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, also wo wir hier waren. Aber du hast gemeint, hier in dem Biotop hier oben ist im Sommer immer Laich drin, ne? Ja, genau. Also hier in dem kleineren Teil ist eimerweise Laich, Frosch und auch Unke. Also wie gesagt, ich habe sogar Kreuzkröte hier drin schon gefunden. Okay. Das Problem ist, dass der, weil hier einfach ein Teil im Boden kaputt gegangen ist, abläuft. Und dann sind wir momentan immer hergegangen und haben den Froschlaich hier drüben eimerweise rausgeholt und in das andere Biotop gebracht. Dummerweise haben wir damit halt die Goldfische gefüttert. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ihr das mit dem Film gemacht habt, weil wir so
ein paar mehr Kontakte einfach bekommen und auch einfach Ideen, weil jetzt auf einmal Ideen einfach auch jetzt in den Videos vorgeschlagen worden sind. Genau, danke nochmal an die Zuschauer auf jeden Fall für die geilen Vorschläge. Wie man der Sache hier oben Herr werden kann, und da bin ich jetzt echt ein bisschen optimistischer, dass wir da einen guten Weg finden. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Die Videos haben nämlich so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich mir eigentlich erhofft habe, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, die haben genau den richtigen Punkt getroffen, wo es halt hin sollte. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt hier ganz gut was erreicht. Ja. Und geplant ist jetzt eigentlich, was wir uns jetzt so zusammengeschworen haben, sage ich jetzt mal, das Ganze mit Elektrofischen abfischen, lichten. Du hast gemeint, hast einen Tauchverein noch oder sowas. Genau, also Überlegung wäre, den Fischen da drin ein bisschen mehr Platz zu machen. Uns natürlich, wenn wir die Goldfische rausholen wollen, brauchen wir ja auch Platz, um die Tiere zu sehen. Ja. Und dann später sogar ein paar Raubfische, die einfach von der Größe her auch in das Gewässer reinpassen, einzusetzen. Ja. Von der Anzahl so, dass sie natürlich nicht den Laich, der da drin sein könnte, auch mit wegfressen. Ja, klar. Ja. Da sind wir auch in Kontakt mit dem Angelverein. Da werden jetzt die Tage auch nochmal Gespräche stattfinden. Ich denke mal, die können uns auch ganz gut beraten, was da an Raubfischen vielleicht rein kann und was halt das Biotop dann auch fördert und nicht wieder ausdünnt, sage ich jetzt mal. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass wir das da jetzt angehen können. Ich denke mal, wann wird das losgehen? Im Frühjahr vielleicht? Also wir müssen jetzt erstmal die ganzen Behörden abklappern. Also die untere Naturschutzbehörde, obere Naturschutzbehörde eventuell sogar auch noch. Und müssen schauen, was wollen die eigentlich von uns haben, dass wir oder was erlauben die uns an Maßnahmen. Mhm. Und wir erlauben es uns, und dann gehe ich davon aus, dass wir das dann im Frühjahr machen können, weil über den Winter hinweg hat das eigentlich keinen Sinn. Und dass wir dann im Frühjahr, wenn alles unter Dach und Fach ist, durchstarten können. Denke ich auch, dass man im Frühjahr auch die ganzen Pflanzen rausmacht, die da so alles zuwuchern und so. Ja. Ja, dann denke ich mal, das Ganze werden wir auch wieder per Video dann begleiten. Ne? Wäre total schön. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, ist ja nicht weit weg von mir zu Hause, zum Glück. Ja, aber coole Sache. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass das Ganze was gebracht habt und dass es jetzt hier in Gang geht. Ja. Ja. Falls jemand von der unteren Naturschutzbehörde zugeht, gib ein bisschen Gas. Ne? Nee, aber ja. Coole Sache auch, dass wir uns jetzt nochmal getroffen haben. Super. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nochmal genommen habt. Klar, gerne. Also für sowas gerne. Bin gespannt, was draus wird. Ich auch. Und ihr könnt auch gespannt sein. Und vielen Dank nochmal an euch für eure geilen Vorschläge, die ihr noch gebracht habt. Und ja, wenn ihr noch Vorschläge habt oder Kontakt habt, vielleicht zum Naturschutz, ja, alles, ja, schreibt mal, guckt mal unten in die Videobeschreibung, da ist nochmal alles verlinkt, der Kontakt und so von hier. Ja, dann würde ich sagen, super. Vielen Dank. Danke dir, danke euch. Ich danke euch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut mal in die Videobeschreibung. So, ich klinge mich jetzt zum allerletzten Mal nochmal kurz ein und ja, muss nochmal ganz kurz meinen Senf dazugeben, beziehungsweise mich bei euch bedanken, dass ihr erstmal bis hierhin dran geblieben seid, für diejenigen, die noch dran sind. Dann ein kurzes Endfazit. Also ich bin mega glücklich jetzt mit dem Ausgang, dass ja, meine Videoreihe oder unsere Videoreihe sowas angestoßen hat, dass das Ganze jetzt gerettet wird, dass das Ganze auch angegangen wird und wirklich auf offene Ohren gestoßen ist. Macht mich mega glücklich und ja, hat damit eigentlich sein Ziel komplett erreicht, was ich damit erreichen wollte. Richtig geil. Ja, und einen kleinen Bonus habe ich noch für euch. Wir waren ja, wie gesagt, eben gerade bei dem Gespräch mit der Jacqueline. Und es gibt noch ein zweites Biotop, das ein Stück weiter unten ist. Das haben wir euch gar nicht gezeigt bei der 24-Stunden-Biotop-Geschichte, weil es einfach ein Stückchen weiter weg war und ziemlich schwer zu erreichen. Da ist jetzt auch noch was geplant. Und was danach genau geplant ist, das gibt es als kleinen Bonus jetzt nochmal ganz kurz hier. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss. So, wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung gemacht. Wir sind jetzt 3 Wochen, nachdem wir das Biotop-Video abgedreht haben und sind jetzt hier an dem anderen Biotop noch, wo wir eigentlich bei unserem Dreh auch noch hin wollten, es aber nicht geschafft haben, weil es halt zeitlich wirklich, ihr habt es ja wahrscheinlich selbst gesehen, ein bisschen knapp war und auch vom Aufwand her. Aber hier gibt es auch eine Neuigkeit. Hier werden wir auf jeden Fall auch noch mal ein Video drehen, denke ich mal. Ich schätze mal im Frühjahr, dazu erfahrt ihr später noch mal ein bisschen mehr. Aber was soll denn hier gemacht werden? Hier hast du nämlich auch was geplant, hast du gemeint, ne? Ja, also die gesamte Fläche hier wurde an sich bis jetzt händisch gepflegt und das schaffen wir einfach als kleiner Verein nicht mehr. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass man hier eine Beweidung machen könnte und ein Beweidungsprojekt aufziehen kann. Da sind wir momentan in den Kinderschuhen, gucken auch da wieder nach den ganzen Genehmigungen und sind dann gespannt, wenn das hoffentlich überall durchgewunken wird, wie sich die gesamte Fläche hier einfach vom Artenreichtum verhält. Das ist ja nicht nur das eine, das sind ja 2 Biotope. Genau, es sind zwei kleine Gewässer, also ein mittelgroßes, ein kleines Gewässer und dann halt der Bachlauf, der durchgeht und halt einfach Wiesenflächen,
Waldlichtungen, ja. Die sieht so aus, als wären hier noch keine Fische drin. Eventuell vielleicht schon Modalis sind durch Enten oder sonst irgendwas. Goldfische habe ich jetzt keine gesehen, ja. Aber die sind jetzt eh schon, wenn sie da sind, wahrscheinlich unten am Grund. Müssen wir halt auch vielleicht noch mal mit einer Kamera reingucken oder so, auch dann im Frühjahr. Ja. Und ja, was es noch für Neuigkeiten gibt. Ja, das erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dass ihr keine Videos mehr verpasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann und tschüss.